Electric Bassline. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Far Cry 4 mit der Showbox und dem Sergeant Cola. Moin, und wir spielen heute im Multiplayer, der gerade viel zu laut ist. Genau. Ich entschuldige. So, irgendwie sowas. Und zwar haben wir haben jetzt eigentlich alles durch. Wir haben den Singleplayer, den Koop-Modus und auch den Multiplayer jetzt. Multiplayer ist eigentlich halt auch verschiedene Modi, so wie Capture the Flag und Domination. Eben genau. In Far Cry 4 Style. Oder Propaganda halt, ne? Genau. Also wie jetzt hier. Das ist Bombe legen. Wichtig ist jetzt, es gibt zwei verschiedene Klassen oder Gruppen gibt's. Also es gibt die... Was ist jetzt passiert? So. Es gibt halt einmal die wir sind, also die Menschen mit Waffen. Und dann gibt's auch mal diese, keine Ahnung, Ureingeborenen oder so. Ja, das sind wir, das ist die Raksha, ihr seid ihr. Ach, wir sind, hätte ich mir denken können. Dass wir im Gegnerteam sind. Und, ja, die Maps sind eigentlich gar nicht mal so groß meistens. Aber Autos sind trotzdem nice. Ja, klar. So, Showbox, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich rasche gerade mit allen Bomben durch. Nö. Nö. Ich beschütze jetzt erstmal den Punkt hier. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr in Zukunft mehr sehen wollt. Koop-Modus, Multiplayer, Story-Modus oder... Genau, wir sind hier im Gegnerteam übrigens. Hab ich schon gesagt. Was ja an sich nichts Neues ist und das juckt mich auch nicht, dass du das schon gesagt hast. Der Vorteil von den Ureingeborenen mit dem Bogen ist eben, dass sie sich unsichtbar machen können. Wie ihr gerade gesehen habt. Ja, brauchst gar nicht wegrennen, Digga. Bams. Richtig sinnlose Geste. Und ich würde sagen, damit seid ihr auch schon fast los. Wenn es eben irgendwie schneller gehen würde. Ich wette, kommen hier drei Leute. Oh Gott, erschreck mich nicht so. Digga, mein Herz. Nicht mehr lustig. Mann, jetzt hat er mich wieder entschärft. Bullshit. Alter, wie ich erschrocken bin, weil ich mich gerade dahin gehockt habe. Du kannst hier nichts machen. Du bist... Genau, Showbox halt die Klasse mit dem Bogen. Jawohl. Ist stark. Es gibt ein Halftime, also. Deine Mutti gibt ein Halftime, Alter. Nö, aber B ist jetzt meine. Meins. Ist halt der Bullshit, wenn ich jetzt die ganze Zeit rede, dann weißt du natürlich, wo ich gerade hingehe und so. Aber nö, gut. Es ist okay. Nö. Nö. Da kommen auch gerade schon 1000 Leute. Aua. Oh mein Gott, ich sterb gleich. Ich bin gleich down, Alter. Das ist halt der Vorteil, die sind unsichtbar. Ist jetzt dafür nicht so geil? Habt ihr Ultrawaffen, das darf man überhaupt mal nicht vergessen. Ja, aber wenn ihr euch zu uns hinportet und dann abstecht, bringt Ultrawaffen auch nichts mehr. Zumal die jetzt nicht so ultra sind, wie man denken kann. Fuck, ich bin tot. Aber zumal die nicht so ultra sind, Mami. Auch wir haben ein Wingsuit. Tot, nee. Alter. Nö. Haben wir kein Wingsuit? Wir hatten doch mal ein Wingsuit. Ihr habt auch Wingsuit. Na, anscheinend gerade nie. Ich bin gerade einen Berg runtergefallen. LOL? Okay. Auf jeden Fall muss ich noch mal kurz anmerken, dass der Multiplayer noch extremst buggy ist. Ja, wir mussten jetzt gefühlte 3 Stunden warten. Ja, gute halbe Stunde, bis die Map hier geladen wurde. Kann man noch mal schön am Handy rumspielen. Bis es dann losging, zerstören. So, jetzt bewahre ich den Punkt, wie meine... Ne? Eingeweide. Ja. Das Scheiße ist, die können hier überall sein. Die können schon jetzt irgendwie hier gerade langlaufen. Und die haben halt auch einen One-Hit-Bogen. Ja, genau. Halt, man sieht die nur so ganz bisschen, wenn so ein bisschen was verschwommen ist. Das geht halt echt so langsam. Aber ihr seid, er wird gerade doppelt penetriert. Ich mach einfach ein bisschen... Bitches, den habe ich gesehen. Ich hab den Schatten nur gesehen, Alter, wie krass. F. Oh. Ja, Showbox, bist du weg, hä? Was ist los, Alter? Alter. So, die Bombe kann jetzt mal bitte langsam. Danke. Jetzt reicht es mir auch. Weil sie an dem Punkt angekommen sind, dass B fast down ist. Jetzt musst du dich halt entscheiden, was du retten willst, B oder C. Ja, ich flieg schon zu B. Finde ich gut. Denn ich bin bei C.
Und das ist jetzt down. Erstmal 3 Jahre warten. Ja, da kommst du zu spät, mein Freund. Gut. Ja, ist mir scheißegal, dass der mich jetzt absticht. Fuck, den Punkt Mann. Haben wir. Ja, wir haben 2 Punkte, Leute. Ich hab's für ein C bewacht, der Rest war bei B. Sehr nice. Ey, das ist die Raksha-Klasse, ist sowieso eine Opferklasse, Alter. Richtig Opfer-Row-Klasse. Ja, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ja, gut, das war jetzt nicht springen. Okay, ich bin dumm. Hätte wurde der rausgepatcht, der? Wegen Suit? Nein! Jetzt haben wir gediegene 4 Minuten Zeit, um uns A zu widmen. Ist es nicht schön? Na, du da? Du. Ja, natürlich! One-Shot-Shotgun, ich glaub's auch. Jede Shotgun ist One-Shot hier. Nice, wusste ich noch nicht. Na, wenn du richtig, wenn du alles triffst, also richtig halt. Ist einer von mir. Das aber nicht. Ach, oh, was kommt denn da? Elefant, lass meinen Freund in Ruhe. Elefant, lass meinen Freund in Ruhe. Ach ja, weil ich noch vielleicht erwähnen muss, alle Tiere, die hier sind, sind... Ja, genau, der Elefant spawnt denn genau vor mir. Oh, gleich mal Bug. Gleich Bug melden. Wie soll ich jetzt an den Elefant vorbeikommen? Mann, die machen mich One-Hit, Digga. Wie soll ich an dem scheiß Elefant vorbeikommen? Tschüss, aus der rein. Elefant, ich würde sagen, wir sind Freunde. Ja, also ich weiß nicht, ob du stockbehindert bist. Wir sind die Angreifer. Ach, dann wichs mich doch ins Knie, Alter. Das war ich, ne? Da kommt ein Bär. Find ich jetzt nicht sogar. Ja, ich weiß. Schweiß, Digga. Oh. Schweiß? Oh. Fuck it. Ich hab einen Bär getötet. Bärenkill, Digga. Der Bärenjude. Oh nein. Ja. So, meine Freunde, jetzt ist auch hier Feierabend. Wo ist denn das? Da. Ja, Sprengfall. Die sind alle da oben, weil sie sich jetzt verkämpfen, weil sie keinen Bock mehr auf ihr Leben haben, Alter. Aber juckt uns nicht. Ich denke, ihr schafft das nicht, auch 2 zu kriegen. Um jetzt mal ganz... Ich fahr jetzt mit dem Auto. Zack. Um jetzt mal ganz realistisch zu bleiben... Oh shit. Schafft das. Oh shit. Wie's buggt! Ja, ich hab gerade, ich hab die Map von unten gesehen. Bin gerade mit dem Auto unten die Map gebuggt. Jahu. GG! Noch 2 Minuten, das dürfte doch zu schaffen sein. Da ist einer. Nee. Denkt ihr echt, ihr schafft mehr als, also, ihr schafft 3 Punkte, wenn ihr dann... Was sind denn das hier für Anti-Aliasing-Fehler? Anti-Aliasing-Fehler? Naja. Das ist das Spiel. So, müssen wir erstmal da oben ausräuchern. Da. Nee, ist nur eine Flagge. Ja, gut, da werfe ich einfach eine Granate hoch. Showbox sitzt da bestimmt oben und lacht sich jetzt ins Fäustchen. Ja. Oh! Oh! Die hat getroffen, meine Freunde. Da ist einer unsichtbar. Das habe ich leider gesehen. Ja, komm, ja. Nein. Ach, fuck, Mann, ich bin schon wieder durch den Shotgun gestorben. Das ist so sinnlos, Alter. Ich brenne, wenn ich jetzt sterbe. Ey, lachhaft! Mann. Brandpfeil. Haut der einen Brandpfeil drunter. Taktisch klug, aber nicht mit mir, nein. Taktisch klug, Mama. Ja. Ey, nicht lustig. Ey. Ich gucke jetzt mal wirklich, ob wir scheiß fucking Wingsuit haben. Ich denke nämlich nicht, weil das geht ja gerade irgendwie nicht. Ich gehe jetzt hier hin, nachdem ich die Hexung geladen habe. Oh, doch. Oh, meine Damen und Herren. Nein. Wingsuit. Ich präsentiere ihn. Wingsuit. Ey. Boah. Nice. So, ich gehe mit der Shotgun vor. Auch wenn ich ohne dagegen Feuer nicht viel machen kann. Du Showbox, du stirbst ja irgendwie gerade die ganze Zeit. Ohne Witz, Alter. Bombe. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch campen. Ich spam einfach mit Eis mit Granat zu, weil die sind ja unsichtbar. Und es wird. Na, ich hab grad gedacht, ich bin tot, Digga. Hau ab.
Ja, Digga, komm. Ach Gott, Entschuldigung. Erstmal auf meine Freunde schießen. Nein, der war so gelb, deswegen habe ich gedacht. Oh, er hat ihn doch gekillt. Ja. Nein, die können mich wieder leben. Hallo, bitte. Danke. Nee, ist sowieso zu Ende, Alter. Ah, ich hab dich noch gekillt, Alter. Hast du auch Shotgun in der Hand? Ja. Arschig. Hey, was ist das? Digga. Ich dachte, es ist vorbei. Warum ist denn vorbei? Die Bombe muss erstmal ablaufen. Ah, so. Ja, yeah, you. Entdeckt. Die sind jetzt entdeckt. Wie lange dauert die Scheiße jetzt noch? So, jetzt sind wir sicher. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dann die nächste Folge aus Sicht der ureingeborenen Typen sehen wollt. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Tut mir leid. Und oh, nein! Ich würde sagen. Nee, das sind die und die ihr. Ach so. Ja, also Rasha und irgendwas anderes. Ja, goldener Pfad und. Wollen wir das noch in der Folge machen oder nächste? Nächste, oder? Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn ihr die andere Seite sehen wollt, also die Rakshasa, dann schreibt sie in die Kommentare und lasst eine positive Bewertung da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Modi eurer Wahl. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.